Ja, herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch. Und ich darf mit Frau Sonnenberg und Frau Merck noch ein kurzes Gespräch führen. Es ist ja wirklich sehr bemerkenswert, Wiesloch, eine Kleinstadt, 25.000 Einwohner haben wir gehört. Ich muss sagen, es ist mir auch ein bisschen am Herzen, Wiesloch, aber das verrate ich nicht warum. Der ein oder andere weiß es vielleicht, die erste Tankstelle und so weiter. Aber Sie haben unglaublich viele Engagierte gewinnen können. Wie haben Sie das gemacht? Ja, das sind natürlich die Themen. Die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger interessieren. Am Anfang ist immer eine Idee und wir versuchen, diese Idee auszuarbeiten. Und dann gehen wir natürlich gleich an die Öffentlichkeit und versuchen einfach, für diese Idee Interesse zu gewinnen. Und was sind denn so die Favoriten? Also was hat so am meisten gezogen? Die Zeitschenker waren jetzt die letzte Initiative und ich war sehr verblüfft, dass sich sofort 20 Leute gemeldet haben, die gesagt haben, ja, ich kann mir das vorstellen, einmal in der Woche einen einsamen Senioren, eine Seniorin zu besuchen und dann machen wir, worauf wir Lust haben, also spazieren gehen, Kaffee trinken, Zeitung lesen, was auch immer. Sehr beliebt seit 4 Jahren schon die Lesepaten, die einmal in der Woche zuverlässig jede Woche in die Grundschule gehen und mit Kindern reden. Lesen und das Verständnis und die Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Schön. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das Märchenzelt richtig zu Ihnen zuordne. Glück gehabt. Das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Was machen Sie da genau? Ja, die Initiative ging ursprünglich von Vorstand der Bürgerstiftung aus. Es wurde im ersten Jahr ein Märchenzelt organisiert. Ich war damals Vorleser für eine Stunde, Märchen für Kinder auf dem Weihnachtsmarkt. Und im Jahr darauf sagte Frau Sonnenberg, kann ich nicht leisten, jedes Jahr sowas, wer könnte das machen? Und dann sprach sie uns zwei an, Brigitte Ludigkeit und mich, ob wir Lust hätten, dieses Projekt in den zukünftigen Jahren eben fortzuführen. Jetzt sind wir im 4. Jahr, machen das jedes Jahr, ist ein Projekt, das ungefähr 3 Monate Zeit in Anspruch nimmt. Und wir lesen dann 10 Tage lang zwischen 3 und 5 Stunden am laufenden Band Kindern Märchen vor. Die einzige nicht kommerzielle Einrichtung auf dem Weihnachtsmarkt. Und ja, es ist so, genau. Sie können ja noch ein Döschen aufstellen für den, der will oder vorne haben genau. Wir gehört, Überweisungsformulare könnten richtig auch möglich sein. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche weiterhin ganz viel Erfolg und herzlichen Glückwunsch nochmal. Und jetzt verlassen wir zusammen die Bühne, weil wir dürfen uns nochmal freuen auf Brazzy Peel.